zu geistiger Arbeit gehört eben auch eine körperliche Fitness. Das bedeutet, ich bin also während der Konzerte sehr diszipliniert und folge einem Rhythmus, einer Routine, damit ich fit bleibe. Und ansonsten treibe ich halt den Sport, den ich super gerne treibe. Kitesurfen, das bringt in der, also Spannung und Energie, das ist gut. Ich spiele wahnsinnig gern Tischtennis und immer noch in der Verbandsliga, das sage ich im Verein. Das ist Antizipation und Schnelligkeit und Reflexe. Und ansonsten ja, fahre ich gern Ski, natürlich im Winter und Lauf und Jogger und halte mich fit, damit ich das körperlich anschaue.